Heute gucken wir uns den Caddx Go-Film 20 an, einen Cinewhoop und der erste Ready-to-Fly-Copter, den Caddx selber herstellt und auf den Markt bringt. Er ist kompakt und leicht, wiegt nur 121 Gramm und hat selbstverständlich das Vauxhall Moonlight Kamera-Kit mit an Bord. Das ermöglicht 4K-Aufnahmen direkt auf SD-Karte mit bis zu 60 Frames die Sekunde und das Ganze eben halt auch noch stabilisiert für richtig schöne Aufnahmen. Olli guckt sich den für uns heute mal ein bisschen genauer an und sagt euch am Ende auch, ob das Ding was taugt. Ja, es gibt was Neues von der Firma Caddx, den GoFilm 20, ein 2 Zoll Cinematic-Copter, den ich zur Verfügung gestellt habe zum Testen und will auch mal gucken, was das kleine Teil so bringt. Deswegen nehme ich euch jetzt einfach mal mit und viel Spaß beim Zuschauen. Bis denne. Wir gucken mal kurz rein, was drin ist. Props sind drin, 2 Zoll Props. Dann haben wir die ND8 Filter, der vorne drauf gesteckt werden kann. Mehrere kleine Schrauben nochmal. Auf jeden Fall das Datenkabel für die Moonlight zum Updaten. Ein normales Micro-USB-Kabel. Ich lache gerade, weil Micro-USB, heutige Zeit ist es ja doch mehr USB-C. Aber okay, ja, der Copter. Und unten noch eine Anleitung. Ja, ist doch eine ganze Menge in dem Paket drin, vor allem der ND8 Filter, den man vorne ganz einfach auf die Linse draufstecken kann. Muss noch mal schauen, wie man die ISO-Werte halt fixiert bekommt, damit man halt auch bei hellen oder helleren Lichtverhältnissen ein gutes End-Footage rausbekommt. Ja, was haben wir jetzt hier? Wir haben von Caddx einen neuen 2 Zoll Copter, 2 bis 4S soll er fliegen können. Er hat 1303er Motoren mit 6000 kV, wiegt ohne Akku 115 Gramm. Ich habe jetzt ihn mal ausgemessen mit meinen 4S Akkus, 850 mA Tattoo Airline, bin ich ungefähr so bei 215 Gramm, also immer noch unter der 250 Gramm Toleranzgrenze. Empfohlen sind 650 mA. Ich probiere es einfach mal mit 850. Das fliege ich halt in meinen anderen Cinematic-Coptern auch und die habe ich halt da. Ja, was ist mir so ein bisschen aufgefallen? Was positiv zu erwähnen ist, ist einmal hinten der XT30-Stecker ist fix. Also es geht kein Kabel raus. Das ist ja mittlerweile auch bei den meisten gut verbaut, damit man hier auch eine Zugentlastung hat, damit nicht das Kabel direkt in die FC reingeht und beim Crash halt die FC die Lötpads abreißt. Das passiert halt auch mal recht schnell, wenn es ein höherer Crash ist. Deswegen hier eine gute Zugentlastung vom Kabel. Ansonsten die Buttonplate ist aus Carbon, 2 mm, 2,5 mm ungefähr. Macht einen sehr festen und robusten Eindruck. Die Kamera oben nochmal einen Schutz drüber. Sie soll auch gelagert sein, beziehungsweise Vibration ausdämpfen. Da werden wir nochmal gucken, wie sich das im Flug halt verhält, weil der Frame ist halt etwas weicher gehalten. Also ich habe lieber doch festere Kunststoffe, gerade bei den Cinematic-Coptern bin ich doch lieber auf dem, dass es doch ein bisschen fester ist. Mal gucken, wie sich das verhält im Flug. Ich bin gespannt. Ansonsten, was mir sehr positiv aufgefallen ist, dass die Zugangsmöglichkeiten zu den Anschlüssen alle frei sind. Das heißt, der USB-Anschluss für die FC ist super zu erreichen, ohne dass ich einen Motor ausbauen muss. Ich habe genügend Platz dafür. Wann muss ich den Motor ausbauen, nochmal Schrauben lösen, bis ich überhaupt in die FC gekommen bin. Hier sehr gut gelöst, man kommt gut dran. Ist zwar nur ein Micro-USB, also in der heutigen Zeit USB-C ist noch nicht verbaut. Hätte man vielleicht mal machen können, aber gut, vielleicht hatte man da noch FCs über mit dem. Naja, egal. Tut keinen Abbruch, haben wir ja alle noch da. Ansonsten, was ich gut zu erreichen finde, ist von der Moonlight. Die Anschlüsse, die sind sehr gut zu erreichen. Einmal der Micro-SD-Slot. Da komme ich super ran und kann die SD-Karte rein und rausnehmen. Ansonsten auch unten das Datenkabel halt für das Update, was ich aber auch über die SD-Karte machen kann. Ich will jetzt hier auch nicht auf die Moonlight groß eingehen. Das hatte Tobi schon in einem anderen Video gemacht. Von daher schaut euch das einfach an. Der Link ist in der Beschreibung unten. Ansonsten ist er soweit gut verarbeitet. Muss ich sagen, unten der Bereich ist aus härterem Kunststoff zum Landen. Ja, hätte man vielleicht noch mal etwas höher setzen können, gerade wenn man irgendwo landet, wo es doch nicht so schön vom Boden her ist.
aber ist in Ordnung. Hinten zwei Antennen dran für die Videoübertragung. Sind Linearantennen, muss man mal schauen, weil wir haben ja LACP auf unseren Empfängern oder auf unserem VX oder beziehungsweise auch in der Goggle X Brille. Ich fliege das Ganze ja mit Modul vor meiner HD Zero Brille. Ansonsten hinten Antenne für den Express LS, also das Modell hier wird in Express LS ausgeliefert. Ja, und so ist im Großen und Ganzen macht er eigentlich einen sehr robusten und stabilen Eindruck. Ich bin gespannt. Er ist ein bisschen größer als der Parvo 25 vom Beta FPV, ganz klar. Ist vergleichbar vielleicht mit dem Parvo 20. Ja, und ansonsten würde ich euch jetzt mal mit rausnehmen, dass wir den mal testen. Gucken, wie er fliegt und wie er sich macht. Und dann werde ich mal mein Endresümee zu dem Copter sprechen. Ich werde jetzt nochmal die ganzen Updates machen von der Moonlight und vom vom Express LRS. Also das Voxnail-System werde ich updaten. Und auch mein Express LS-Empfänger, damit ich mit meiner Anlage fliegen kann. Was ich noch so ein bisschen schade finde, also in der Anleitung ist gut was beschrieben. Mir fehlt aber so ein kleiner Anschlussplan in der Anleitung. Also gerade für Jüngere und Einsteiger in dem Hobby, wenn doch mal ein Kabel abgehen sollte, das kann immer passieren, brauche ich halt noch einen Anschlussplan. Ist hier leider nicht. Müsste man nochmal vielleicht nachsteuern, vielleicht mit einem QR-Code oder sowas auf der Seite, dass ich halt drauf komme, wenn ein Kabel abgeht, wo kommt es hin? Ja, gerade für Anfänger, aber ansonsten muss ich sagen, ja, wollen wir mal schauen und gehen jetzt mal raus. Dann viel Spaß, bis gleich. Ja, ich hatte ja am Anfang so ein bisschen gelobt, das Update oder beziehungsweise die Kabel für die Updates ist doch etwas frickliger, sage ich mal so. Ich musste doch eine kleine Zange benehmen, beziehungsweise so eine kleine Pinzette und musste hier an der Seite halt dieses kleine Update-Kabel, was dabei ist, halt reinstecken. Da muss man halt ein bisschen aufpassen, weil an der Air Unit bzw. an dem Moonlight-System so eine Markierung ist, so ein weißer Punkt. Und da muss halt genau dieser weiße Stecker reingesteckt werden, damit es halt funktioniert. Und das ist das, sagen wir mal, das Datenkabel halt, denke ich mal, von der SD-Karte halt zum Moonlight direkt zum VTX. Kann man aber mit genug Tutorials halt gut herausfinden, das habe ich auch genutzt. Und ansonsten bin ich mal gespannt, gerade auch mit den kleinen Antennen hin, wie sich das verhält, wenn ich hier doch mal so ein bisschen in einen Busch reinfliege, hinter einem Busch lang fliege. Ja, ich bin jetzt bei mir auf dem Sportplatz, eine Runde fliegen, das ist direkt bei mir vor der Tür, das passt auch ganz gut. Hier ist auch meine Sparte ansässig, wo wir halt auch sonst Drohne fliegen. Ich fliege eine HD-Zero-Brille mit dem Voxnail VX, habe das halt mit dem HDMI-Kabel halt verbunden. Ist eine gute Kombination, weil ich halt Race in HD Zero fliege und Voxnail halt auch. So bin ich halt alternativ gut unterwegs und kann mich halt auf alles halt einstellen und kann halt auch auf alles fliegen. Von daher lasse ich mir halt die Option gerne offen. Ja, so in der Luft liegt er sehr gut. Die Farben des Displays oder der Kamera kommen halt gut rüber. Schöne satte Farben, man sieht die Bodenstruktur sehr gut. Gerade weil die Sonne halt heute auch nicht draußen ist. Hier mal einen Flip gemacht, eine Roll. Fängt sich auch gut, kann ich schön abfangen, kaum Prop Wash halt drin, ist halt bei diesen Cinematic Frames halt immer, weil halt Ducks drumherum sind, halt nicht immer so optimal für Freestyle, dafür sind sie aber auch nicht ausgelegt. Ne? Sie sind ja zum Schutz da, wenn ich irgendwo lang fliege, dass ich nicht irgendwo festhake oder irgendjemanden halt gefährde oder so, aber das ist halt so, aber so muss ich sagen, vom Frame her, ich habe schon Frames erlebt, die sind bedeutend schlimmer, habe ich ja am Anfang erzählt, gerade durch dieses weiche Material hatte ich gedacht, dass er halt mehr Prop Wash mitbringt, weil die Instabilität da ist. Hier mal einen schönen Power Loop, schenkt sich, gut, jetzt leichter Prop Wash, das ist aber auch völlig normal bei den Dingern. Man kann da vielleicht noch ein bisschen nachsteuern mit den Rates oder so, dass man sagt, okay, ich gucke nochmal, Chem Tilt habe ich sehr niedrig gestellt, gerade für Cinematic, schöne Cinematic Flüge. Von daher sind jetzt so bei 2 Minuten 20 von der Flugzeit her, sind bei 3,8 Volt pro Zellenspannung. Seht ihr am OSD. Ich fliege jetzt mal, also ich möchte jetzt gerne mal wissen, wie sich diese beiden Linearantennen halt verhalten. Ne? Dadurch fliege ich halt jetzt hier mal an der an den Büschen halt mal runter. Die Büsche sind halt in grün, es ist Feuchtigkeit drin, dadurch natürlich Abstrahlung sehr schlecht oder Durchdringlichkeit. Wir kommen hier gut durch, wird leicht matschig, Anzeige geht runter, fängt auch jetzt rot an zu blinken. Gut, habe ich jetzt auch nicht anders erwartet bei den Linearantennen, dass das eine andere Konstellation oder ein anderes Ergebnis halt bringt. Ich gucke trotzdem nochmal, wir fliegen hier an der Halle vorbei,
tauchen hinter der Halle ein. Wir gehen jetzt aus dem Schatten raus sozusagen. Also wir haben keine direkte Verbindung mehr zur Brille. Ein Balken weniger, zwei Balken weniger, drei Balken weg. Fängt an zu blinken, ich gehe wieder hoch, damit wir Empfang haben. Gut, das ist jetzt aber so. Also das habe ich jetzt, wie gesagt, auch nicht anders erwartet. Ich werde da gleich auch noch mal was zu sagen, wie man das vielleicht ändern kann. Aber ansonsten so, wenn ich halt Blickrichtung oder Verbindung zum Kopter halt gut habe, machen halt solche Cinematic-Aufnahmen halt, habe ich damit halt keine Probleme, ne? Und liegt gut in der Luft hier, schön stabil, gerade beim Tiefflug über den Rasen oder so, wenn ich mal irgendwo was aufnehmen will. Das macht schon Spaß, muss ich sagen. Also sind jetzt knapp bei 2 Minuten, haben 3,7 Volt mit ein paar Einlagen dabei. Und von daher, ja geil, also muss sagen, das Ding macht echt Fun. Ich nehme in 4K 30 FPS jetzt einfach mal auf und gucke, was das Footage halt hinterher bringt. Habe jetzt auf den ND-Filter natürlich verzichtet bei dem Wetter. Das bringt halt nicht viel bei Sonnenschein. Habe aber gesehen, dass man die ISO fixen kann und auch den Shutter einstellen kann. Also halt auch auf den ND-Filter zugeschnitten, dass ich das halt alles manuell einstellen kann in der Brille. Und von daher, ja, sind jetzt hier bei 3,6 Volt, haben jetzt ungefähr eine Flugzeit, unten die 4 Minuten 30, das ist halt die Gesamtzeit. Wir sind jetzt aber, wie gesagt, bei 3 Minuten 40, 3,6 Volt. Das ist moderat mit ein paar Flips und Tricks dabei. Wenn ich rein Cinematic fliege, ist die Flugzeit natürlich bedeutend länger. So, Resümee von dem kleinen Ding ist echt positiv, muss ich sagen. Also ich bin echt überzeugt, ich habe eine Menge kleine Cinematic-Copter schon gehabt und war echt enttäuscht darüber. Muss hier aber sagen, ich bin echt positiv überrascht. Es gibt ein paar Sachen, die mir nicht so ganz gefallen, zum Beispiel die Antennen. Das sind Linearantennen halt hinten dran. Und gerade wenn ich auf mich zufliege, ist es so, dass die Antennen halt zwar ein bisschen rausgehen an der Seite, aber trotzdem immer vom Akku verdeckt sind. Da würde ich mir einfach echt polarisierende Antennen, LACP holen, wie das Walk-Signal-System das halt auch hat, damit ich halt immer eine vernünftige Empfangs- und Sendeleistung habe. Bin ich mit 25 Milliwatt geflogen, um es halt auch realistisch darzustellen. Gut, fricklich an der Seite ist halt das Update durch diese Kabel halt, die ich da ein bisschen reinstecken muss. Da muss ich halt eine kleine Pinzette nehmen, damit mir die Pins nicht abbrechen. Da könnte Walksnail nochmal, Walksnail so ein bisschen nachkorrigieren und sagen, okay, das mache ich vielleicht nochmal ein bisschen einfacher. Der USB-C-Stecker, das könnte ein USB-C sein. Aber das sind so kleine Kleinigkeiten, wo ich sage, so, das passt trotzdem. Also wenn jemand einsteigen will und will gerne 4K-Footage halt rausbekommen mit 60 FPS, kann man halt nichts falsch machen. Die Gyro-Daten sind drauf. Ich kann das mit RealCD oder mit Gyroflow halt nachbearbeiten, damit das halt schön smooth halt aussieht. Heute konnte ich leider keinen ND-Filter nehmen, weil das Wetter halt dementsprechend ist, dass die Sonne nicht strahlt. Aber ich kann den ISOFIX einstellen, ich kann den Shutter einstellen. Und das macht halt schon eine Menge bei dem kleinen Ding aus. Also wie gesagt, ich bin echt überzeugt von dem kleinen Ding. Und ich werde den auf jeden Fall noch weiter testen. Der macht mir wirklich sehr viel Spaß. Und mal gucken, was ich jetzt bei den zukünftigen Events vielleicht so ein bisschen an Footage aufnehmen kann und mal reinbauen kann, um so ein bisschen was aufzunehmen. Aber ansonsten kann ich sagen, Preis-Leistung passt. Wenn ich selber so ein Ding zusammenbauen würde, würde ich halt auf den Preis nicht unbedingt kommen. Ich hätte meine Arbeitsstunde, das muss man halt alles mit einberechnen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Schreibt auch gerne in die Kommentare, wenn ihr den vielleicht schon selber geflogen seid oder andere Cinematic-Copter, was ihr Erfahrungen mitbringt. Die Community ist da, um sich auszutauschen. Wir lernen halt nur voneinander. Auf jeden Fall die Glocke aktivieren, damit ihr beim nächsten Spinfest-Video auch mit dabei seid und wisst, alles klar, es gibt wieder was Neues. Ich gucke mal rein und schaue mir das an. Ja, in diesem Fall kann ich nur sagen, ich hoffe, das Video hat euch so ein bisschen Spaß gemacht. Ich konnte meine Erfahrungen mit reinspielen lassen, die ich halt mit anderen Cinematic-Coptern in der Baugröße halt habe. Und Resümee ist top, Daumen nach oben. Und ansonsten geht raus, fliegt, habt viel Spaß dabei. Wir werden uns bei irgendeinem Event wahrscheinlich wiedersehen und treffen. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine ganz angenehme Woche. Viel Spaß beim Fliegen und wir sehen uns. Grüß der Olli, bis dann. Ciao. Ja, wenn ihr jetzt Bock auf den GoFilm 20 habt, dann könnt ihr den natürlich kaufen. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ansonsten ist hier ein anderes Video, was ich euch nur wärmstens ans Herz legen kann. Echt gut, schaut da mal rein, könnt ihr direkt weitergucken.